were there at the fort. I am Bronya Rand, acting commander of the Silvermane Guards. In the name of the Amber Lord in the Highest, and under order of Supreme Guardian Kokolia Rand, I hereby arrest the suspected infiltrators under the charge of plotting to incite rebellion. As agent of Bitte? The Supreme Guardian, I herewith temporarily strip you of your freedom of action and speech. When you are tried by the adjudication panel, you will be given the opportunity to defend yourselves against the accusations. Resistance will prove futile. You must come with me. Wait a minute! This isn't what we agreed! She said we were gonna be escorted to discuss an urgent matter! Sorry, musst du eine Dose hier noch leer trinken? This is an orchestrated betrayal, obviously. Looks like we've been downgraded to accomplices. Again. It seems like it's every third planet this happens. That's because you always act without thinking. Hey, I'm improving. I'm, coming up with a plan right now. And... got one! Donna, the alley! The one that's been sealed off. Die warten einfach und lassen uns reden. March. Be ready to make an escape. Huh? Really? I just wanted to say something. Jetzt oder nie. Three of a kind. Wir sind schon ein seltsames Trio. It's an old Astral Express escape signal. Do you play cards? Two pair. Hey, what are you whispering? Let's get going. Ace! Holy shit, five fat. Have an ice day. They charged straight in. Escaping into a fragmentum. I don't know if they're overconfident or just eager for death. It would seem that Mother's judgment was correct. Should we report them as missing or deceased? Supreme Guardian's order was to arrest them. We cannot abandon our pursuit just because they fled into a sealed-off area. I must ascertain their fate with my own eyes. Yes, ma'am. Eradicate all threats to Bellabog security. Ja, wir sind keine davon. Seid ihr alle lost oder was? Aber das war ja auch irgendwie schon wieder abzusehen. Das war schon wieder alles zu harmonisch, um wahr zu sein, ne? Aber ich denke hier mal wieder, der Einzige, der nicht so denkt, ist der Kollege... Ich weiß ja gerade seinen Namen nicht mehr, weil ich wirklich schlecht darin bin, mir so viele Namen von Charakteren in Spielen zu merken, aber der uns halt hierher gebracht hat. Gepard, genau. Ich glaube, der hieß Gepard. Gut gemacht. Team effort. We caught them by surprise. Nothing more. They'll be in pursuit soon enough. Let's follow the path. We need to guarantee our own safety before making any further plans. Oh man, das war ja schon wieder wirklich ein Satz mit X hier. Wenn ich jetzt wieder versuchen würde, zurückzugehen, das geht wahrscheinlich nicht, ne? Doch, das geht? LOL. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht ver... Okay, ich kann einfach... Lol, okay. Ja gut, aber ich gehe mal da weiter, wo wir weitergehen sollen. Alles andere macht jetzt auch nicht so wirklich Sinn. So, what happened back there? Why did the Supreme Guardian send people to arrest us? Imagine launching a surprise attack when your enemy is fast asleep. The cheek! Ich meine, immerhin haben sie uns nicht in unserem Schlaf festgenommen und sind, haben einfach unser Zimmer gestürmt. Das hätte ja auch, hätten sie auch machen können. Let's go.
Okay, hat er wirklich so eine Gitarre einfach als Waffe. Ziemlich cool. Time to twirl! Rules are made to be broken! Kann aber auf jeden Fall mal die Spielgeschwindigkeit auch erhöhen. Okay, der macht Damage, der Kollege. Fighting the truth of life and death is sanctuary, but the vision. Break! Time to twirl! This big diamond, it's all yours! Time to twirl! How am I gonna get that time back? Ich muss tatsächlich sagen, dass es, obwohl es vielleicht so aussieht beim Zugucken, das Kampfsystem nicht langweilig oder schlecht ist. Ich finde es halt für ein rundenbasiertes Kampfsystem ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Let's go. Ja, Hertha ist richtig nice. Die kann die ganze Zeit nochmal einen zusätzlichen Angriff machen. How am I gonna get that time back? Silvermane guards here. Careful not to alert them. They must have entered from another direction to cut us off. We should avoid an open conflict. Let's find another path. Wir können die easy besiegen. Wir haben schon die paar von diesen Wachen besiegt und wir können noch mehr von ihnen besiegen. Wait, there is. They must have entered. We should avoid an open. Jedes Mal, wenn ich dazu nah hingehe, dann kommt der Dialog wieder. Gut, okay, gehen wir hier lang. It doesn't seem like there's any way to open this gate. Ooh, check this mechanism out. Look familiar? Yes. We saw one in Serval's workshop. Ah, okay, jetzt geht das wieder los. We need to solve it before we run out of time. The guards are right on our heels. Okay, ich dachte gerade, das ist auf Zeit, aber nee, es ist nicht. The truth of life and death is sanctuary, but the vision. Break! Time to twirl! Keep up! Time to twirl! What do you think? Time to twirl! Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! How am I gonna get that time back? Auf der Suche nach einem Freund, Kurzversion. Ja, wenn wir jetzt hier so das schon, dann kann ich das auch durchlesen, finde ich. Ich muss jetzt mal nur daran erinnern, dass ich jedes Mal hier aufs Handy gehen muss und dann ein Bücherregal. An alle Bewohner von Belobok, hallo. Ich bin Valis Cambridge Limstein, Dritter in der Erbfolge zum Oberhaupt der Familie Limstein im Verwaltungsbezirk der Oberwelt. Seit meiner Geburt wurde ich im ältesten Verwaltungsbezirk Belobox aufgezogen und ausgebildet. Soweit es mir erinnerlich ist, war der gesamte siebte Block seit jeher Eigentum der Limsteins. Daher war ich mein Leben lang im glorreichen Kampfe mit der gar furchtbaren Bestie namens Einsamkeit gefangen. Mir ist voll und ganz bewusst, dass mit großen Fähigkeiten eine ebenso große Verantwortung einhergeht. Dies ist das schmerzliche Schicksal, das wir Mitglieder der Familie Limstein zu tragen haben. Nun fühle ich mich von meiner Einsamkeit wie erdrückt. Dieser verdammenswerte Reichtum, gewaltig und groß wie ein Berg, ist zusammen mit diesem immensen Gefühl der Leere mein Rückgrat hinaufgeklettert und hat versucht, mich unter sich zu begraben. Ich glaube nun, es ist an der Zeit, den Bürgern Belobox den Wächter zu offenbaren, der in den Schatten über dieser sinistren Stadt wacht. Mich, Valis Cambridge Limstein, Dritter in der Erbfolge und so weiter. Ich bin der Krieger, der sich dem Monster namens Einsamkeit bis in alle Ewigkeit widersetzt, der unsichtbare Wächter Belobox, und hiermit lade ich sämtliche Bürger aufrichtig ein, an meiner Seite für die Gerechtigkeit Belobox zu kämpfen. Der Pfad zur Lichtung Gerechtigkeit ist voller Dorn und daher wünsche ich mir, dass ein Begleiter die folgenden Eigenschaften besitzt. Digga, auf einmal Bewerbung. Auf einmal muss man sich bei ihm bewerben, um sein Kumpel zu werden.
Freundlich und positiv, kann lernen, die Natur zu lieben und die Kunst zu schätzen. Nicht fasziniert oder gefesselt von dem Bösen, das sich Geld schimpft. Herausragende Willensstärke, hat wie ich den Weltfrieden zum höchsten Ziel, darf mich Wallace nennen. Lol. Und das hat er hier einfach an so eine Telefonzelle angeklebt, in der Hoffnung, dass sich irgendjemand meldet, oder wie? Da sollen wir ja nicht hin, ne? Dann tue ich es auch einfach mal nicht. Ja, die Transition gefällt mir auch gut, wenn man immer jemanden angreift. Das war sehr clean. Das war super clean. Da kann ich auch mal ganz kurz nochmal nachschauen, ob wir doch jetzt hier noch jemanden weiter hochstufen können. 17? Ja, na klar. Hertha zum Beispiel. Sieben Stufen hoch mit dir. Man kann nämlich nicht stark genug sein. I don't see a switch for the gate. Over there. There's a monster in the area. We'll need to deal with it first. Die sehen vor allem auch aus wie die ganz normalen Wachen, bloß irgendwie halt so als Feuermonsterform, ne? Verbrauchsgegenstände. Verwende die richtigen Verbrauchsgegenstände mit unterschiedlichen Effekten, um deine Erkundung zu unterstützen. Erhöhen nach Verwendung den Angriff aller... Ah, okay. Okay, wir können uns boosten für Kämpfe. Das ist ziemlich nice. Wir können uns Buffs geben vor Kämpfen, vor krassen Kämpfen. Mit Essen. Anders als in Genshin, wo man sich immer healt durch Essen, ist es hier wirklich für Buffs da, alles klar. Fighting is meaningless. Time to twirl. Time to try. Aber dieser Kampf wird kein großes Problem darstellen für uns. Wir sind krass. Guckt euch das an. Und mit so einem Buff natürlich dann noch mehr. Die Struktur des Stromkreises überprüfen. Ah, okay. Warte mal, wo? Okay, krass. Das war jetzt so ein bisschen... Irgendwann wird es dann schon gar nicht mehr ganz so einfach. Und dann ist es auch ein bisschen Zufall. Wait, was ist denn jetzt eigentlich los? Wo führt mich dieses Ding bitte hin? Eigentlich wollte ich da hinten noch erkunden. Oh mein Gott! Das Ding hat mir eine Kiste gedroppt, wie geil! Der Automaton fliegt von selbst weg. Ja, danke, Bro. Vielen Dank. Nehme ich doch sehr dankend an. Oh shit. Kleiner Mini-Boss hier. Move carefully. The truth of life and death is sanctuary. It's but a vision. Break! Made to be broken. Oh, do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Time to twirl! Ja, okay, wir haben halt nicht sehr viele Leben, ne? You can fight it or rock with it! Ich habe halt auch keine Möglichkeit, mich mal zu healen. Und wir bräuchten mal einen Support-Charakter, der healen kann. Connection. Ja, Hertha ist jetzt zum Beispiel down. Bro, der ist zu krass. Ich glaube, wir kriegen den nicht.
glaube, wir kriegen den nicht. Ja, der ist zu stark. Der ist zu stark. This can't be. Let's try. Rules are made to be broken. Der ist zu krass, Level 19 nur. Aber gut, mit einem Quatsch, Level. Oder war der Level 20 sogar? Die Lichtkegelstufe der Figuren sind zu niedrig. Empfohlene Teamstufe 19, ja. Ich hab nicht 19. Wir haben leider nicht 19. Ich kann gegen den noch nicht. Ich kann. Okay, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass hier jetzt schon ein Gegner kommt, gegen den wir nichts machen können. Wir sind 18, 17. Wow, stimmt, der ist erst Level 8. Ich muss hier später nochmal herkommen, wenn ich den besiegen will. Ich bin dem noch nicht gewachsen. Kannst du wirklich sagen, was du willst? Wie sieht's denn aus mit den Lichtkegeln? Kann ich die auch nochmal verstärken jetzt? Ja, kann ich. Jetzt habe ich immerhin Lichtkegelstufe 19 hier. Aber das wird trotzdem noch nicht reichen. Das reicht noch nicht. Shit, ey, der erste Game Over. Der ist noch zu krass, der Gegner. Aber ich guck trotzdem mal, ob wir da noch irgendwo was anderes haben. Aber wir waren noch nicht so weit weg, ne? Also so weit vom Sieg waren wir jetzt auch noch nicht weg. Aber der ist auch rot markiert. Ich würde fast gern nochmal probieren, aber irgendwie... Ja komm, lass es einfach nochmal probieren. Wir tryen es einfach nochmal. Aber ich habe halt keinen Healer. Dafür man braucht mal wirklich einen Healer. Ich brauche unbedingt einen Healer. Der steckt uns hier, der zündet uns an und wir kriegen jede Runde Damage davon. Da guck, ich bin fast schon wieder tot. Nee. Das wird auf gar keinen Fall was. Wie viel Brandschaden ich jede Runde kriege allein davon. Nee, der ist noch zu krass. Vor allem das Verbrennen ist so schlimm. Ich glaube, wenn der nicht verbrennen könnte, dann wäre es easy. Ja, dieses, dass man jede Runde brennt, das ist OP. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum wir es nicht schaffen. Ohne das Verbrennen wäre es gar kein Problem. Aber mit dem Verbrennen, no fucking way. Ich will jetzt nur mal ganz kurz gucken, ob er auch zum Beispiel abgespeichert hat, dass ich diese Truhe eingesammelt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ja, hat er, okay. Ja, die Truhe wäre natürlich richtig awesome, aber den kriegen wir nicht. Eddie ist einfach so, den kriegen wir nicht. Suffered fragmentum corrosion. This is still part of Bellabog. It was our home. The guards know this place like the back of their hand. Enough, cat and mouse. Drop your weapons and come with me. Ah, oh, you're such a nuisance. Just what crime are we supposed to have committed again? It better be worth you following us all the way out here. My orders are to arrest you. It is for the adjudication panel to present you with the nature and penalty of your alleged crimes. You saw us yesterday. Do you remember? Madame Cocolia received us as honored guests. How can such a drastic change have occurred in the course of one night?
The Madam Guardian investigated your backgrounds. She summoned me last night to tell me that you had deceived her. Your identities and purpose here are counterfeit. You seek to overthrow the rule of the Architects. Huh, what a two-faced hag! Publicly insulting the Supreme Guardian only elevates the seriousness of your crimes. Throw down your arms and surrender. We're wasting our words, March. At least one thing is clear. We mustn't be caught. Well, if there's no escape, then maybe it's time we gave them a taste of Astral Express medicine. Glaube ich aber auch. Die wiederum werden, glaube ich, keine Chance gegen uns haben. Let's go. Alter, die machen aber trotzdem so sehr viel Damage. Shit, ey, aber ich habe zu wenig Leben. Ich habe einfach zu wenig Leben. Um das so dauerhaft auszuhalten. Lady Bronya. I'll handle these evildoers myself. Oh shit, Boss Time. Okay, jetzt beginnt der wahre Kampf. Ja, na, das war irgendwie klar. Das überrascht mich kein bisschen. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Pretty good crowd today. Honored to meet me. Stop. Just a scratch. Stop right there. Alter, dass sie immer zweimal hintereinander dürfen, ist so krass. Einmal hintereinander ist halt einfach krass. Ich habe keine Möglichkeit, mich irgendwie zu healen im Kampf. Das ist unmöglich, glaube ich. Oder was? Oder wie? Fähigkeiten, Geschichte, Details. Ne. Let's make it quick. So sieht's hoffen, dass sie unterschiedliche Leute angreift und nicht immer die gleichen. I'm made to be broken. Time to twirl. Do you know this big diamond? It's all yours. Let's rock. Honored to meet me. Fight with me. That's it. Pretty good crowd. Turn it up. What are you looking at? Ready to lose your sub? You can fight it or rock with it. Time to twirl. Ja, die machen aber Damage. Too late to repent. This song's for you. Aber wir kriegen sie. Aber es ist echt knapp. Die darf keine zweite Form haben jetzt, sonst wird's schwierig. This girl's pretty strong. Hey, Don Hung! Maybe now's a good time to show off your secret strength? You first. You're no fun. Intruders, give it up. You will be guaranteed a fair trial. Ooh, sorry. I didn't mean to ruin the intensity of the moment. What is this? One thing to say, Sampo never lets friends who've helped him come to harm. LOL! I say what I mean, and I mean what I say. Bro, kommt er jetzt in Klatsch und rettet uns? Und war insgeheim doch ein krasser Typ? Suffer, sacrifice and die because of my order. What about the Underworlders? They will lose the protection of the Architects. They will see me as a tyrant. You have witnessed the world we have promised. A tenant.
understand. Come on, those toys of yours aren't that dangerous. Then why hasn't he woken up yet? Because he's sound asleep. Didn't you hear him sleep talking? Poor child, sounded like a bad nightmare. Tell me the truth, Sampo. What are you gonna do about the Overworld girl? What am I gonna do about her? Why, wait for the opportunity and send her back, together with the rest of them, of course. Hey, come on, what's with the... You're a bad liar, Sampo Koski. What? I didn't mean to bring her along. The smoke was too dense. I was in a daze. Before I knew it, I'd somehow dragged her down here, too. What are you up to, Sampo? Why do you insist on getting caught up in overworld affairs that have nothing to do with you? If it's a whole lot more attention from Wildfire you want, you're going about it the right way. Hey now, Sampo Koski's primary concern is taking care of his friends. These guys scratch my back. How could I live with myself if I didn't scratch theirs? And another thing, where does Wildfire get off? Assuming that these fine folks won't come in useful to them, huh? I mean, you never know. Which is why you've set them loose in the underground? Come on, accidents happen. I'll have them rounded up in no time. That girl, get her back as soon as possible, then don't let her out of your sight. The underground has been sealed off for over 10 years now. The children won't even remember what overgrounders look like. If a girl in a Silvermane guard uniform suddenly shows up, what would Wildfire do with her? What would they do with you? Tja, ich check hier gar nichts mehr. Wo sind wir jetzt eigentlich überhaupt? Sind wir überhaupt noch in der Stadt? I'll have to trouble you to look after them while I'm gone, ma'am. Hey, sleepyhead. Looks like you're awake. Okay, es gab ordentlich EP dafür, das muss man schon sagen. Machen wir hier im nächsten Part von Honkai Star Rail weiter. Bis dahin.